Ja, Philipp, nach langer Zeit endlich wieder mal ein Interview, weil wir endlich wieder mal gewonnen haben, wo ich ja dabei war. Ja. Nach dem letzten Sieg, halt wieder ein Heimsieg. Und, wie war's? Ja, ich glaube, es war ganz, ganz wichtig auch für die Teammoral, weil wir doch Zeit gebracht haben, bis wir es so hingekriegt haben, immer mit Pech verloren. Und Zeit, glaube ich, hat die ganze Mannschaft gute Leistung gebracht. Und da haben wir es uns, glaube ich, auch verdient. Souverän. Ja, Philipp, du halt ganz besonders, weil du hast ins Tor gewesen. Ja. Wie hast du dich gefühlt? Ja, ungewohnt, eh klar. Ich meine, wenn man spielen ins Tor muss, darf, wie man es nimmt, ist immer ein bisschen eine komische Sache. Aber ich glaube, ich habe Gott sei Dank nicht so viel zu tun gehabt, weil die ganzen Leute vor mir geschaut haben, dass die nicht so viel zum Abschluss kommen. Und dann hat man es auch nicht ganz so schwer. Ja, aber immerhin 65 Minuten, glaube ich, bist du im Tag gestanden, oder? Ja, 65. Der Eigi hat sich leider wehgetan, schon relativ früh. Im Moment ein bisschen Pech mit den Damen. Schauen wir mal, wie wir da in den nächsten Runden sind. Ja, wir haben ja da auch gleich ein 1-0 Gegentor bekommen, was sich der Eigi leider wehgetan hat. Aber wir haben sie noch ganz gut aufgetammelt. Ja, eben, wir sind, wenn wir hinten sind, sind wir kämpferisch. Auch wenn wir vorne sind, sind wir kämpferisch. Ziemlich stark drauf jetzt im Moment. Also von dem her, Einsatz passt auf jeden Fall. Und so soll es weitergehen. Ja, dann hoffen wir es. Wie oft bist du jetzt geprüft worden in der Partie? Ich glaube, ich habe 4 Ballkontakte gehabt oder so, wenn man jetzt die Abstöße nicht mitzählt. Also dann kann man jetzt, glaube ich, nicht so ein großes Lob für mich aussprechen, sondern mehr für meine ganzen Vorderleute. Und auch da hast du auch noch geschossen? Und auch da habe ich auch noch geschossen, ja. Der Mucki hat mir Gott sei Dank den Elfer gegeben, obwohl ihn ihm eigentlich lassen hätte. Und ja, danke Mucki. Ja, ich glaube, das 3-1 war eine ganz tolle Einzelaktion. Ja, er ist im Moment der Wahnsinn, er ist in super Form. Also, spielt sich, wie es braucht. Und vor dem Tag geht es jetzt Gott sei Dank auch auf. Und das, glaube ich, kommt uns allen zugute. Ja, ich glaube, wir werden jetzt endlich belohnt und machen die Punkte, was wir vielleicht im Herbst liegen lassen haben. Ja, sicher auch so. Also, die, was wir mit Pech verloren haben, letzte Saison, beziehungsweise in der Herbstsaison, die machen wir in der Saison jetzt mit Einsatz gut. Und so geht's weiter. Ist der Abstieg noch ein Thema? Für mich nicht. Und ich denke mal auch für die restliche Mannschaft nicht. Weil so wie wir jetzt im Moment drauf sind, haben wir keinen Grund da nach hinten zu schauen, sondern eher noch ein bisschen nach vorne. Super, wunderbar. Dann freue ich mich auf die nächsten Spiele. Danke.